Campus Leben. Heute Simone Meyer-Kirchberger über Managing Nonprofit and Public Services, kurz MNP. Wie kombinierst du Beruf und Studium? Du studierst hier berufsbegleitend. Ja, ich arbeite derzeit in Teilzeit bei der Polizei Oberösterreich als Pressesprecherin und kann eben dadurch mein berufsbegleitendes Masterstudium am Campus Linz optimal kombinieren, weil es hier natürlich auch ideale Voraussetzungen gibt, dass ich sehr schnell im Zentralraum bin. Kannst du für Außenstehende beschreiben, was man in genau diesem Studium lernt? Ja, in diesem Master lernt meine General Management Ausbildung mit dem Fokus auf die verschiedensten Bereiche der Führung, Strategie, Steuerung, aber auch Digitalisierung, Innovation, Transformation und Nachhaltigkeit. Und was kann man jetzt nach dem Studium sich erwarten? Was kann man danach machen? Dadurch, dass es eine sehr offene, vielfältige Ausbildung bietet, gibt es hier verschiedenste Bereiche in den unterschiedlichen Branchen wie Bildungswesen, Gesundheitswesen, soziale Dienste, aber auch genauso Kultur, Kunst, Freizeit und Sport und viele andere. Gibt es einen Lieblingsplatz für dich hier am Campus in Linz? Als meinen Lieblingsplatz würde ich den hinteren Bereich der Aula bezeichnen, wo wir uns als Studierende oftmals zusammensetzen und gemütlich plaudern können. Oder aber auch uns für Prüfungen oder Präsentationen vorbereiten. Simone, kurz deine Sichtweise auf. Ich möchte einmal arbeiten mit. Als Führungskraft möchte ich gerne mit einem motivierten Team arbeiten, in einem Umfeld, in einer Organisation, wo Veränderung möglich ist und auch vorangetrieben wird und dabei auch eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben kann. Schreibe dein Studium in drei Worten. Führungsqualität, Agilität und Vernetzung. Simone, gab es den schönsten Studienmoment? Besonders schöne Studienmomente sind im Zuge der Auslandsreise mit den Studierenden entstanden, wo wir im Rahmen der Lehrveranstaltung International Best Practice nach Den Haag geflogen sind. Und da hat sich eben auch ein internationales Netzwerk entwickelt, das wir auch noch nach dem Studium nutzen können. Lieblingslehrveranstaltung? Ist derzeit strategisches Personalmanagement, weil ich glaube, dass man hier in die Zukunft für das Personal sehr viel tun kann. Auch strategisch gedacht, hier in die Zukunft zu denken, ist für mich ganz besonders wertvoll. Rein hypothetisch, wenn du jetzt nochmal mit dem Studieren beginnen könntest, dann? Hätte ich vermutlich früher die Entscheidung getroffen, hier am Campus Linz zu studieren. Eine Lieblingserfindung? Würde ich sagen, den Buchdruck, weil es doch auch hinsichtlich Digitalisierung einen enormen Sprung verursacht hat im Zusammenhang mit der Informationsaufbereitung. Zu guter Letzt, deine weiteren Zukunftspläne nach dem Studium. Also ich möchte mein Fachwissen, das ich hier erlernt habe, bestmöglich einbringen, in einem Arbeitsumfeld arbeiten, wo motivierte Leute mit mir gemeinsam die Zukunft gestalten.